Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wollen wir doch mal ein paar Grüntöne in diese sehr aufgeheizte Schwarz-Weiß-Debatte bringen und damit vielleicht auch so ein bisschen einen Mittelweg einschlagen zwischen den anscheinend doch sehr verhärteten Fronten hier im Landtag. Zunächst einmal zum Antrag. Der führt ja passend zum Legislaturende zwei friedenspolitische Antragslinien, die im Laufe der Legislatur hier ja eine Rolle spielten zusammen. Zum einen ist es die Antragslinie Zivilklausel, da gab es schon mal einen Antrag von der Fraktion Die Linke. Der andere Antrag beschäftigte sich mit den Veranstaltungen der Bundeswehr an den Schulen im Zusammenhang mit dem Beutelsbacher Konsens und wurde von unserer Fraktion gestellt. Die bisherige Kooperationsvereinbarung des Bildungsministers mit der Bundeswehr beruft sich zwar auf den Beutelsbacher Konsens, die tatsächliche Praxis an den Schulen entspricht diesem dann jedoch nicht unbedingt. Im Gegenteil, wer sich die gesamte Vereinbarung, kommt gleich, wer sich die gesamte Vereinbarung durchliest, muss hier einen Widerspruch feststellen. Denn eines der wesentlichen Prinzipien im Beutelsbacher Konsens ist das Prinzip der wissenschaftlichen Betrachtungsweise. So heißt es, ich zitiere Herr Renz, ich werde konkret, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Er hält also innerhalb eines kontroversen Themas nur eine Seite die Möglichkeit, sich und ihre Position darzustellen, sprich die Soldaten oder die Unteroffiziere der Bundeswehr oder Jugendoffiziere der Bundeswehr, dann ist diese Kontroverse mindestens verzerrt, wenn nicht sogar einseitig dargestellt. Und das gilt auch, wenn diese eine Seite eindeutig bevorzugt wird, wo es um die Darstellung ihrer Position geht. Und die Bevorzugung der Bundeswehr ist im vorliegenden Fall nicht zu übersehen, denn bestehende Kooperationsvereinbarung räumt der Bundeswehr einen exklusiven Zugang zum Unterricht ein, jedoch nicht den Vertreterinnen und Vertretern der Gegenposition, zum Beispiel pazifistische Initiativen oder Kriegsdienstverweigererinitiativen. Dann nützt auch der Einwand wenig. Diese Gegenposition kann doch nun die Lehrerin oder der Lehrer darstellen, denn die könnte ja auch die Position der Bundeswehr darstellen, dann bräuchten wir die Bundeswehr auch nicht in der Schule. Meine Damen und Herren, Interessenvertreter und Lehrkräfte können Sie hier nicht in einen und denselben Topf werfen. Frau Berger, lassen Sie eine Anfrage des Abgeordneten Herrn Renz zu. Herr Renz, Sie haben nachher noch Redezeit. Ich rede jetzt erstmal meine Rede zu Ende und wenn es passt, dann dürfen Sie meine Rede, es Ihre, Sie wissen es. Bitte, dann können Sie Ihre Rede fortsetzen. Lehrerinnen und Lehrer haben bei politischen Debatten im Unterricht auch noch die Aufgabe, auszugleichen und zu moderieren, kurz pädagogisch tätig zu sein. Bürden wir ihnen hier eine Doppelrolle auf, so sind es eben sehr ungleiche Voraussetzungen für die Darstellung kontroverser Positionen. Denn das Problem ist, sobald unterschiedliche Seiten einer Kontroverse sichtlich ungleich behandelt werden, besteht die Gefahr, dass die Kontroverse eben nicht umfassend behandelt wird. Ich zitiere dazu weiter aus dem Beutelsbacher Konsens. Wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Und diese Gefahr besteht bei der vorliegenden Vereinbarung, die das Bildungsministerium mit der Bundeswehr geschlossen hat, leider. Letztlich ist auch das Überwältigungsverbot im Beutelsbacher Konsens berührt. Denn bestimmte Standpunkte nicht darzustellen, ist gleichbedeutend damit, ihre Darstellung als unerwünscht einzustufen. Und genau das passiert mit der bestehenden Vereinbarung. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure, die sich mit aktuellen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik intensiv befassen, müssen sich doch fragen, warum ihr Wissen im Gegensatz zu dem Wissen der Bundeswehr nicht gefragt ist, warum die Ergebnisse ihres Engagements weniger wert sind. Eine offene und vielfältige Gesellschaft kann und muss es sich leisten, zu dieser Vielfalt zu stehen. Frau Berger, gestatten Sie eine weitere Anfrage des Abgeordneten Dahlemann von der SPD-Fraktion? Es gilt auch das Gleiche. Hören Sie mir einfach mal bis zu Ende zu. Ihre Redezeit ist, glaube ich, viermal so lang wie meine und dann gucken wir weiter. Schule soll in wissenschaftlichen Herangehensweisen und wissenschaftliche Problembetrachtung einführen. Wissenschaftlichkeit bedeutet immer ausgewogene Betrachtung unterschiedlicher Standpunkte und Positionen, ein Diskurs, dessen Ergebnis nicht von vornherein feststeht, eine Kultur des engagierten Streits und der fairen Debatte. Was Römisch 2 des Antrags anbelangt, möchte ich noch mal
darauf eingehen, was mein Kollege, der Abgeordnete Johannes Saalfeld, bereits im Jahr 2013 zu dem Antrag der Linken damals schon gesagt hatte, will ich gerne noch mal in Erinnerung rufen. Öffentliche Mittel gleich welcher Art sollten ausschließlich für zivile Forschungsprojekte an Hochschulen verausgabt werden. Dies ist ein Gebot des Humanismus und vor allem der Transparenz, denn ich vermute, dass die meisten von Ihnen hier im Haus bei der letzten Verabschiedung des Landeshaushaltes davon ausgegangen sind, dass die bewilligten Mittel, die den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, eben nicht zur militärischen und wehrtechnischen Forschung eingesetzt werden. Wäre stattdessen ein Haushaltstitel für solche fragwürdigen und umstrittenen Forschungsvorhaben explizit im Landeshaushalt eingestellt worden, dann hätten wir sicherlich eine veritable Auseinandersetzung hier im Landtag, in den Medien und in der gesamten Öffentlichkeit erlebt. Die Gefahr, dass öffentliche Mittel des Landes direkt oder indirekt in dritte Mittel finanzierte Forschungsprojekte fließen können, ist in der Realität sehr groß, denn Drittmittelforschung profitiert immer von der staatlichen Grundfinanzierung vor Ort. Das fängt mit der Arbeitszeit von wissenschaftlichen Angestellten an, wenn sie einen Drittmittelantrag schreiben, und endet mit der Nutzung vorhandener Geräte. Eine weitere Gefahr sehe ich in der gewollt engen Verzahnung von Lehre und Forschung an den Hochschulen. Die Inhalte der Forschung sollen ja in die Lehre übergehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass Studierende, die sich explizit für wehrtechnische Lehre und Forschung interessieren, genügend Möglichkeiten in Deutschland haben, ihren Interessen nachzugehen. Es gibt beispielsweise die beiden Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München. Dagegen sind wir dem Vertrauensschutz derjenigen Studierenden verpflichtet, die an eine zivile Hochschule gegangen sind und eben nicht an wehrtechnischer Forschung interessiert sind. Komme ich gleich noch drauf, Herr Renz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an immer mehr Hochschulen in Deutschland wird die Einführung einer Zivilklausel diskutiert. Dies entspricht auch der akademischen Tradition, sich nach Albert Einstein und Wernher von Braun mit Technologiefolgeabschätzung und der ethnischen Dimension des Forschungsbetriebes aktiv auseinanderzusetzen. Dass Ihnen das Fairness, Herr Pasteur, ist mir klar. Ethische Dimensionen spielen bei Ihnen nicht so die Rolle. Diese Diskussionen vor Ort führen erfreulicherweise dazu, dass an immer mehr Hochschulen eine solche Zivilklausel verabschiedet wird, unter anderem ja hier im Land an der Universität Rostock. Infolgedessen sucht die wehrtechnische Forschung neue Orte. Der Druck auf die Hochschulen ohne Zivilklausel nimmt daher zu. Wie sieht es aber konkret bei uns im Land aus? Jetzt hat die Universität Rostock interessanterweise zwar eine Zivilklausel, was aber nicht bedeutet, dass dass Kooperation mit der Bundeswehr ausgeschlossen sind, sondern lediglich der Akademische Senat muss zustimmen. Und jetzt ist die Universität Rostock die einzige Hochschule, die so eine Zivilklausel hat, die aber trotzdem einen Kooperationsvertrag mit der Bundeswehr hat, weil der Senat diese Ausnahme beschlossen hat. Wir haben andere Hochschulen im Land, beispielsweise die Universität Rostock, die hat keine Zivilklausel, aber auch keine Kooperation mit der Bundeswehr. Dann haben wir Hochschulen im Land, beispielsweise die FH in Neubrandenburg, die hat keine Zivilklausel, hat aber Kooperation mit der Bundeswehr. Also wir sehen sozusagen, dieses Instrument Zivilklausel schließt grundsätzlich nichts aus, führt aber zu einer größeren Sensibilität beim Abschluss solcher Kooperationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich gerade relativ positiv über den vorliegenden Antrag gesprochen habe, bitte ich dennoch darum, dass wir nachher nach Ziffern getrennt abstimmen. Der Kollegen Eugenburg war es gestern zu kompliziert. Ich bitte heute jedoch darum, dass wir nachher getrennt abstimmen, und zwar auch die Unterpunkte, nicht nur Römisch 1 und Römisch 2, sondern auch die jeweiligen Unterpunkte in den arabischen Ziffern. Denn wir Grüne wollen an den Hochschulen keine gesetzlich vorgeschriebene Zivilklausel. Wir wollen keinen diktierten Frieden. Uns ist da die Autonomie der Hochschule wichtiger. Wir möchten stattdessen, und ich habe ja aus den Beispielen, wie es hier an den Hochschulen läuft, habe ich schon den Eindruck, dass die Frage, was Kooperation mit der Bundeswehr anbelangt, dass die an den Hochschulen oder dass die Hochschulen für diese Fragen sehr sensibilisiert wurden. Und wir möchten, dass sich die Mitglieder der Hochschulen und der Forschungseinrichtungen eben selbst auf den Weg machen, dass sie selbst die Notwendigkeit einer Zivilklausel erkennen und sich selbst zur Einhaltung dieser Regeln verpflichten. Nicht unbedingt Freiheit von Forschung und Lehre, sondern ein gewissenhafter Umgang damit. Nur durch einen breit getragenen Konsens entfaltet die Zivilklausel ihre volle Wirkung vor Ort. Dabei sollte das Land die Zivilklausel an Hochschulen natürlich fördern und mit entsprechenden Initiativen per Beschluss den Rücken stärken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, falls nun die Frage aufkommt, warum wir Grüne einerseits den Hochschulen keine gesetzlichen Vorgaben für eine Zivilklausel machen wollen,
Andererseits vehement für ein klares Verbot von Veranstaltungen der Bundeswehr an allgemeinbildenden Schulen eintreten, dann kann ich diesen vermeintlichen Widerspruch schnell aufklären. Bei den Hochschulen besteht nicht wie bei den Schulen die Gefahr der Überwältigung. An den Hochschulen haben wir es ausschließlich mit erwachsenen Menschen zu tun, an den Schulen aber zum größten Teil mit Minderjährigen. Deshalb wollen wir das sogenannte Überwältigungs- und Indoktrinationsverbot an den Schulen sicherstellen, Herr Renz. An Hochschulen sehen wir diese Gefahr nicht und deshalb auch nicht den expliziten Regelungsbedarf. Meine Damen und Herren, ich fasse kurz zusammen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird zu Ziffer römisch 2 und der Punkt arabisch 2 dem Antrag nicht zustimmen. Zu dem Punkt römisch 1, arabisch 2 haben wir ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten. Der größte Teil unserer Fraktion wird sich enthalten, weil uns die Formulierung in dem Antrag der Linken jedoch sehr missverständlich, wir haben es an der Aufregung gespürt, sehr missverständlich halten. Und ein Teil wird sich auch ablehnen.